ähnelt ein wenig dem Psalmgebet, was ich eben vorgelesen habe aus der Losung. Herr, neige mein Herz nicht zum Bösen. Der Psalm ist sehr kurz, vielleicht schaut er ihn euch mal an. Für mich wirkt es so, als ob dieser Psalmist betet, Gott, achte auf mich, dass ich in deiner Spur bleibe. Dass ich in deiner Spur bleibe. Ich glaube nicht, dass Gott ihn zum Bösen verführt, wie es sich vielleicht anhören könnte, sondern dass er einfach sagt, Herr, ich weiß, das gibt das Böse. Und hilf mir, in deiner Spur zu bleiben. Ich denke, das wäre so meine persönliche Übersetzung. Hilf mir, in deiner Spur zu bleiben. Dasselbe denke ich auch über Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Einerseits kann ich mir das natürlich als Ermahnung, als Hinweis, als Aufforderung sagen lassen. Aber ich habe mich gestoßen an dem Wort Gutem. Also ganz viele Menschen können Gutes tun. Egal welche Religionszugehörigkeit oder welchen Glauben sie haben. Ganz viele Menschen können anderen Gutes tun. Aber er spricht für mich nicht für das, was er sagt, dass wir tun sollen, sondern er sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich würde weitergehen und das Gute als etwas Größeres sehen. Ich würde fast sagen, mit den Worten von Jesus, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut. Und ich würde dieses Gutem einfach als Gott, den Herrn, meinen Herrn, bezeichnen. Also, und wenn ich dann diesen Vers, Römer 12, Vers 21, so sehe, dass das Gute, das erstmal meine, seine Verbindung mit mir ist, dann würde sich der Vers folgendermaßen anhören. Du wirst nicht vom Bösen überwunden, weil du hast überwunden. Das Böse mit dem Guten. Du wirst nicht überwunden, überwindet von dem Bösen, weil du hast überwunden das Böse mit dem Guten. Mit diesem einen Guten. Wunderbare Botschaft. Danke, Herr Gott. Danke für dein Wort. Danke für deine Spur. Danke für deine Fußstapfen, in denen wir wandern können. Wir wollen auch eine Gebetsgemeinschaft halten. Wir haben hier so ein paar Listen und ich werde sie einfach jetzt mal so abklappern. Danach werden wir. Thank you.